idea. Kaum tritt Präsident Obama seine zweite Amtszeit an, gibt es mächtig Ärger, Querelen um seine engsten Vertrauten im Militär und Geheimdienst, Rücktrittsgesuche seiner Minister, immense Staatsschulden und nun ein drohender Krieg in und um Israel. Wohin steuern die USA? Ich begrüße den ehemaligen amerikanischen Botschafter in Berlin. Guten Morgen, John Kornblum. Guten Morgen. Was ist eigentlich los in den USA? Kaum ist der Präsident wiedergewählt, schon stolpern seine engsten Vertrauten über Frauengeschichten. Was steckt da wirklich hinter? Naja, ich würde es nicht so beschreiben. In den USA ist gar nichts los. Aber der Präsident steht vor einer sehr großen Agenda sowieso. Und die Affären mit seinen verschiedenen Beratern kann ihnen ja wirklich nur wieder ein Hindernis sein. Aber er kam in seiner Pressekonferenz sehr kämpferisch an. Hat er gezeigt, dass er wirklich alle diese Probleme nicht mit Zurückhaltung, sondern mit, wollen wir sagen, Energie anpacken möchte und hatte eigentlich einen sehr guten Eindruck gemacht. Obama stellt sich hinter seinen General John Allen. Wie wichtig ist Allen eigentlich für den Abzug der Amerikaner aus Afghanistan? Ja, sehr wichtig. Ich meine, er hat die ganze Sache geplant über mehrere Jahre und er ist einer der besten Generäle. Er soll auch demnächst auch NATO-Oberbefehlshaber werden. Das ist für Obama tatsächlich wahrscheinlich ein größerer Schlag als bei den CIA. Warum wollen eigentlich Außenministerin Clinton, Verteidigungsminister Panetta und auch der Finanzminister Geithner gerade in dieser Situation aus ihren Ämtern scheiden? Na, das ist schon seit Monaten bewusst gewesen. Alle, die ersten zwei sind 4 Jahre dabei, Geithner und Clinton, und hatten schon gesagt, dass sie eigentlich gern ins Privatleben gehen würden. Panetta ist, glaube ich, 73 Jahre alt und hat das sowieso nur als Übergangsfigur gemacht. Da sollten sie keine Krise sehen, aber es ist natürlich für Obama eine große Aufgabe, drei solche wichtige Leute zu ersetzen, gerade am Anfang seiner Amtszeit. Und gerade wenn es auch um den Abbau der Schulden geht, jetzt noch mit einem neuen Finanzminister, wer ist da im Gespräch? Naja, das könnte man aus zwei Richtungen sehen. Erstens, die Erfahrung von Geithner ist sehr wichtig. Andersrum, Geithner hat eigentlich sein politisches Kapital schon verbraucht. Und ich glaube, alle meinen, dass es sehr gut sein würde, wenn ein frisches Gesicht da sein würde. Die Personaldebatte in Washington ist eine Sache, die hohen Staatsschulden eine andere. Es geht um die sogenannte Haushaltsklippe. Der Präsident muss sich also offenbar bis Januar mit den Republikanern über einen neuen Haushaltsplan einigen. Kann er diese Hürde nicht nehmen? Laufen Steuervergünstigungen zum Beispiel für Arbeitslose und Sozialschwache aus? Wie dramatisch schätzen Sie die Situation ein? Naja, die Lage ist dramatisch, aber ich glaube, es wird auch gehandhabt werden. Die Republikaner haben sich schon ziemlich pragmatisch reagiert. Das Problem sind nicht Vergünstigungen für sozial Schwachen, sondern genau das Gegenteil. Bush hat ganz große Erleichterungen für die Besserverdienenden, die mehr als $250.000 im Jahr verdienen, 2002 eingeführt. Diese Vergünstigungen sind von Anfang an umstritten gewesen und Obama hat im Wahlkampf und jetzt wieder gestern hat er sehr klar gesagt, dass diese Vergünstigungen auslaufen werden. Die Republikaner sagen, das ist schlimm, weil es bedeutet, dass genau die Leute, die Arbeitsplätze schaffen, jetzt weniger Geld haben werden. Aber das ist ein Teil und das war eigentlich der Hauptakzent seiner Pressekonferenz gestern. Ich will jetzt für den Normalverdienenden was machen und das, was die Republikaner gemacht haben, wieder rückgängig machen. Aber es hat ja schon mal ein Tauziehen gegeben zwischen ihm und den Republikanern. Das war ja nicht ganz ungefährlich. Wie will er denn jetzt das Haushaltsdefizit reduzieren? Naja, es gibt verschiedene Modelle. Er will, Republikaner sagen, es darf keine neuen Steuer geben. Er sagte, wir können es auch machen, indem man die verschiedenen Abschreibungen kürzt. Das wird natürlich eine sehr schwierige Verhandlung sein. Aber ich glaube, beiden Seiten wissen, dass es dieses Mal nicht um Prestige und auch nicht mehr um Wahlkampf geht. Das ist vielleicht das Wichtigste. Obama ist jetzt gewählt worden und bleibt 4 Jahre da. Sondern wenn man nicht zu einer vernünftigen Lösung kommt, ist es nicht nur eine Frage von Steuersätzen, sondern auch, dass natürlich das ganze Vertrauen in die amerikanische Wirtschaft geschwächt werden wird. Ich meine, dass Sie das alle wissen, dass Sie zumindest zu einer Übergangslösung kommen werden. Sie sind also zuversichtlich.
Ich habe große Hoffnungen, wollen wir so sagen. Na, dann wollen wir sehen. Israel hat den Militärchef der Hamas gezielt getötet. Jetzt droht wieder Krieg im Nahen Osten. Israel kann sich auf die Unterstützung der USA verlassen. Aber wie weit darf Ihrer Meinung nach Israel gehen? Naja, wir werden sehen. Ich persönlich meine nicht, dass Krieg droht. Das sind die Gegensätze, die es immer gegeben hat, die Gewaltaustausche, die es gegeben hat. Das Problem im Moment ist, dass Israel jetzt auch mitten im Wahlkampf steht und dass es sehr schwierig sein wird, eine zurückhaltende oder eine etwas vernünftigere Haltung aus Israel zu bekommen. Wie weit darf Israel gehen? Naja, die dürfen den Iran nicht angreifen, das ist so eine Frage. Aber wie sie jetzt diese Lage in Gaza und so spielen werden, wird für Obama bestimmt eine Herausforderung sein. Präsident Obama scheint mit Krisenmanagement alle Hände voll zu tun zu haben. Wie sieht das eigentlich mit seinen Visionen aus? Hat er noch welche? Ja, nein, das hat er ganz genau dargestellt gestern. Das ist, glaube ich, es hat ein bisschen so ein New Obama gegeben. Vorher hat man ihn immer kritisiert, dass er zu zurückhaltend war, dass er vielleicht ein bisschen bedächtig war. Gestern kam er sehr kämpferisch raus. Er hat schon von Anfang an gesagt, dass er seine Ziele durchsetzen wird. Er hat gesagt, er will zum Beispiel das Einwanderungsgesetz reformieren, ein sehr großes Projekt, das die Republikaner bis jetzt blockiert haben. Er hat sein Engagement in der Finanzpolitik gezeigt. Und der hat die Republikaner auch ziemlich angegriffen, dadurch, dass sie eine der Kandidaten für die neuen Positionen, das heißt die Frau Rice, die UNO-Botschafter, direkt kritisieren. Also es war ein Obama, den man als Präsident noch nie gesehen hatte. Er hat die Republikaner angegriffen, aber er braucht sie zur Lösung der Staatsschuldenkrise. Ein anderes Thema ganz kurz noch. Wie würden Sie das Verhältnis Merkel-Obama zurzeit beschreiben? Oh, ich finde, das Verhältnis ist gut. Das wird sehr viel darüber geredet. Ich finde, das Verhältnis ist gut. Nur in diesem neuen Jahr werden sowohl die Vereinigten Staaten wie auch Europa ihre Finanzprobleme haben. Und es wird sehr wichtig sein, dass man noch enger zusammenarbeitet. John Kornblum, vielen Dank für das Gespräch. Ich bedanke mich.